Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie herzlich, aber auch mörderisch zu einer weiteren Runde Hitman Absolution. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die Likes, für die Bewertungen im vorangegangenen Video und im bisherigen Projekt. Ich tue einfach mal so, als ob wir dieses wunderbare Spiel keine 2 Wochen pausiert haben und lege einfach direkt los. Wir sind immer noch in der Mission Attack of the Saints, Angriff der Nonnen, ne? Ja, und müssen hier die ein oder andere Nonne erledigen. Geben Sie auf, 47. Die auf uns gehetzt wissen, wurde. Dass Sie da draußen sind. Die auf uns gehetzt wurde. So, und jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. So, lassen Sie das. Oh, die haben uns schon gecheckt, ne? Kann Sir, das sein? Lassen Sie das? Nein, ich muss hier lang. Ich muss hier lang. Wo befinden Alle? Sich denn die ganzen Nonnen? Alles klar, over. Ma'am, das Säuberungsteam hat gerade die Leichen von Team 1 gefunden. Das war ein Profi. Und ja, natürlich. Wir sind der rasierte Profi, der maximal frisierte Held einer der wunderbarsten Videospielreihen, die es für mich auf der Welt gibt. Also, ich würde sogar sagen, das ist immer noch nach wie vor meine allerliebste Videospielserie. Und genau das ist der Grund, warum ich dieses Spiel nochmal von vorne angefangen habe. Lange habe ich es aufgeschoben. Aber diesmal spielen wir es auch wirklich durch. So, vorsichtig. Da steht sie. Die wird wahrscheinlich gleich wieder ins Haus reingehen. Die Nonne. Die Nonne, die. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Das ist so wichtig. So wichtig. Okay. Können wir da durchhuschen? Na. Wird schwierig. Wir haben ja das gleiche Outfit an. Wir können uns ja so ein bisschen frei bewegen hier. Das ist ja das Tolle, wenn man eine Verkleidung hat hier. Undercover wird man. So, ich werde sie jetzt... Oh, warte, stopp. Vielleicht habe ich auch einfach Glück. Ah, da kommt sie. Oh. Den Hebel ziehen. Oh mein Gott. War es das schon? Haben wir es erledigt? Wir müssen sie noch irgendwie dahin locken, ne? Ich glaube ja. So, wir werfen mal die Brechstange dahin. Ich habe jetzt gerade nur den englischen Begriff parat gehabt. Crowbar, ne? Genau. Na. Vorsichtig. Schade, das war nicht das Rätsels Lösung. Schade, hä? Wie soll denn das bitte sonst gehen? Ach Gott, Hitman, was habe ich dich vermisst? Ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, das Spiel. Aber es kamen so viele gute andere Spiele gerade raus, die ich alle mal anzocken wollte. Aber letztendlich sind wir wieder hier, genau da, wo wir hingehören, Leute. Hier in der Welt, wo Glatzen noch etwas wert sind. Und nu? So, der Strom geht ins Haus rein, oder wie? Oder verstehe ich das falsch? Was macht sie hier noch so? Oh doch, sie wird gleich sterben. Okay. Das gehört alles zu ihrer Routine. Das ist Musik in meinen Ohren, wenn Frauen schreien. Oh yeah. Shit. Der ist natürlich jetzt ein bisschen angepieselt. Wäre ich auch. Wir haben Kontrollpunkt. Wir haben die erste Nonne erledigt. Besser kann es gar nicht laufen. Wo ist die nächste? Vorsicht. Oh. Hier sind noch ein paar Leute mehr. Versteckt in den Maisfeldern. Oh. Wir wechseln mal das Maisfeld. Alles cool. Wir sind in Sicherheit. Da ist die nächste Nonne. Oh! Achso, der hat die Leiche vorhin entdeckt, ne? Die erste Nonne hat er entdeckt.
Die erste leblose Nonne. Da ist die zweite. Wo ist die dritte? Sind wir schon vorbei? Da ist sie. Wir sind tatsächlich schon vorbei. Eine nach der anderen. Immer schön der Reihe nach. So muss das sein. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Selbst im Leben oder gerade sogar im Leben eines Profikillers. Ich kenne mich da aus. Vorsichtig. Nonne. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, einen Unfall heraufzubeschwören? Ich glaube nicht. Aber wir werden schon was finden. Ach, da ist ein Grill. Der ist da doch nicht umsonst, der Grill. Katsching! Ganz klassisch. Mit der Drahtschlinge. So, wo verstecken wir den jetzt? Die gute Frau? Schwester, wo wollen Sie hin? Wollen Sie im Maisfeld bleiben? Wie bitte? Sie fühlen sich da heimisch? Dann sollen Sie auch hier bleiben. Den Gefallen tun wir ihr noch. Da ist die nächste. Oh, das ist ja praktisch. Wo ist denn der Spot? Wo die Europalette auf sie rauffallen würde. Mit Zementsäcken. Sehr schön. Steht sie dann da vielleicht? Aber das ist mir eigentlich... Also ehrlich gesagt ist mir das gerade ein bisschen zu heikel, weil der Typ da im Auto, der macht mich nervös. Oh! Hey, wer sind Sie? Sir, Wir müssen ihn umbringen. Shit, ich hab nicht aufgepasst. Ex! Nein! Ach Mensch, es lief so gut. Ich muss ihn auch erledigen. Ach, damn. Das wollte ich nicht. Ich war kurz abgelenkt. Der Hund hat mich genervt. Der Hund hat nach Aufmerksamkeit verlangt. Zielperson ist flüchtig. Ach Mensch. Nee, das mache ich nochmal. Das gefällt mir nicht. Kontrollpunkt. Sorry, I'm so sorry. Ich war mal wieder schusselig. Naja, wobei, der Hund ist dran schuld. Aber wir verzeihen ihm, weil er so süß ist. Atzi-fatzi, geht das? Komm, renn mal ein bisschen. Augen auf. Er ist irgendwo da draußen. Waffe wegstecken. Wow. Hintereinander weg. Die Drahtschlinge schon mal rausholen. Natürlich sind die dann zu einem Deal bereit. Ich kenne Leute wie euch. Ich komme aus Berlin. Und hab. Wunderbar. Sehr schön, saubere Sache. Die Frau möchte im Maisfeld bleiben. Wir hoffen, dass sie nicht entdeckt wird. Und diesmal sind wir vorsichtig. Oh, der wird die wahrscheinlich gleich finden. Dann gibt es keinen Silent Assassin mehr. Wenn es das überhaupt in dieser Mission hier gibt. Wenn überhaupt. Wir gehen andersrum. Vorsichtig, ganz entspannt. Oh, wir laufen natürlich genau in die falsche Richtung. Nee, hier können wir nicht lang. Ins Haus da. Schön rein hier ins Haus. Na, kommt sie hier lang, die Frau? Die Frau der Moral. Könnten wir sie drinnen verstecken? Nicht wirklich, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Hey, hier drüben. Sweetheart Sugar. Schwester, ich muss Ihnen hier unbedingt was zeigen. Nee, sie steht nicht drunter. Das
ist mir sowieso zu heikel, wenn wir der Europalette runterschießen müssen, wenn sie gerade drunter durchläuft. Also wenn sie dann einen Stillstandslot hätte, dann wäre das ja eine Sache, aber so. So nicht. So nicht, gnädige Frau. Da müssen wir anders ran. Ah, jetzt ist sie da hinten. Vorsichtig. Bleibt alle, wo ihr seid. Oh, damn. Das war keine gute Idee. Ich kenne dich. Überhaupt nicht verdächtig. Nein, nein. Überhaupt nicht verdächtig. Na? Schnuckel? Komm rüber. Ach Mensch. Komm doch mal ins Fenster. Das ist hier doch nicht umsonst das Fenster. Alle bleiben auf ihren Positionen. Linie halten. Ich sehe gerade wirklich nur die Europalette. Aber ich kann den Spot nicht so wirklich identifizieren, wo sie stehen muss. Oh. Wo habe ich den Typen nur schon mal gesehen? Hey, hatten wir nicht einen Dreier in den 90ern? Müsste er so sagen. Seine Tarnfähigkeit sollte über das bloße Kopfwegdrehen hinausgehen. Ich glaube, das ist dann sowieso die beste Tarnung, wenn man dann zufällig einer Person gerade gegenübersteht, sie direkt zulabern mit irgendwelchen Sachen, damit sie auf andere Gedanken kommt. Ja, das... Oh Gott, nein. Oh Gott. Ich stehe gar nicht gut. Wer ist das? Gar nicht gut. Wir gehen ins Feld und wir haben keinen Instinkt mehr. Oh mein Gott. Komm her, Schnuckel, komm her. Verteidigungslinie bilden! Lasst ihn zu uns kommen! Komm! Jawohl, ja! Wunderbar, genau so muss das laufen. Oh, die beste Bewertung, wo kommen wir hier raus? Ich muss hier nur noch weg, Leute, ich muss hier nur noch weg. Offensichtlich muss ich hier hin. Ich habe sogar noch ein bisschen Instinkt. Ich hab den Typen nur schon mal gesehen. Ja, wir hatten noch einen Dreier in den 90ern. Hahaha. Oh Gott. Hui. Entschuldigung, Sir. Haben Sie sich verlaufen? Sir. Oh. Nein. Ist egal, nehmen wir jetzt hin. Wir facen the reality. Ach Mensch. Ich will das nicht nochmal spielen. Wir hätten wahrscheinlich nur... Wir haben das Ziel verloren. Wahrscheinlich müssen wir... Bringen wir die Sache zu Ende. Nur da ganz kurz draufdrücken. Oh mein voraus. Gott. Jetzt wollen sie es durchziehen. Mitbringen sollen. Was denkt sich die Zentrale dabei, uns so reinzuschicken? Ja, gute Frage. Ich werde jetzt so vielleicht tun, pfeifen die auf euch. Gehört, weil das, was Sie gerade gesagt haben, namenlosen Recken. Alles andere als professionell war. Wir töten jeden, der sich gegen uns stellt. Kapiert? Apropos professionell, wie geht's deiner okay. Mama? Hier kommt der Schmerz. Nein. Hey. Musst du noch hier hin? Er denkt echt, er entkommt uns. Ach nein. Statusbericht. So knapp haben wir Silent Assassin verpasst. Oh, naja, hey. Mission gescheitert. 47. Einfach nur gelb. Travis. Ich habe ihnen vertraut. Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten. Aber sie haben Diana töten lassen. Sie haben mich gedemütigt. Ich und Diana, wir waren so. Travis. Handgemenge 3 freigeschaltet, verbessert weiter die Reaktionszeit im Nahkampf und verkürzt die Zeit, die 47 benötigt, um seine Ziele ruhig zu stellen. Cool.
Weiter geht's. Aber wir haben eine Top-Bewertung gekriegt. Bin zufrieden. Wir machen natürlich direkt weiter. Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Ah ja, wie ein verdammter sprechender Engelmann. Können Sie ihn beschreiben? Jetzt raus hier! Verschwendet meine Zeit! »20 Leute, aber nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken.« »Denken Sie, es ist dieser Hitman?« »Und wenn es die Zahnfee war, ich krieg ihn.« »Detective, das wurde ja abgegeben. Kit hat gesagt, für den Verantwortlichen im Fall Hitman.« Sehen, wer da stirbt. Du Vogel, du. Mit deiner Roboterhand. Also wirklich. Keine Manieren, der Mann. Skurky's Law. Der nächste Fall ist Dexter Industries gegen Kevin Zimmerman. Hausfriedensbruch. Wo ist der Gefangene, Sheriff? Euer Ehren, der Gefangene hatte einen Unfall heute Morgen. Na klar, einen Unfall. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Verstehe. Wem willst du das erzählen? Denken Sie, er schafft's? Sieht schlecht aus. Sieht nicht gut aus, das... Okay. War ein schlimmer Sturz. Schweinebande, ihr habt's nicht anders verdient. Klage abgewiesen. Schön, dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die Knackis kümmern. Ja, sehr schön. Wiedersehen, euer Ehren. Ein Mann des Gesetzes. Und hier haben wir unsere nächste Mission. Zu den Arrestzellen gelangen. Was sagt die Missionsbeschreibung? Sheriff Skurky. Vermutlich hat Black Dexter ihm sein Amt verschafft, im Austausch für seine Loyalität. Dexter Industries, die Pumas, die Polizei. Hope ist ein Ort im Belagerungszustand. Jemand sollte hier mal aufräumen. Aber dieser jemand bin nicht ich. Mir geht es nur um das Mädchen. Eben. Eben. Skurky hält sie irgendwo im Gerichtsgebäude fest, wahrscheinlich in den Zellen im Keller. Ich muss da rein. Was kümmern uns Probleme anderer Leute?
So, das Gefängnis liegt hinter dem Gerichtssaal. Es ist der einzig logische Ort, sie festzuhalten. Über die Rastzellen müsste ich reinkommen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, aber nicht mehr heute, meine Damen und Herren. Es geht natürlich nahezu lückenlos weiter. Ich tippe mal darauf, dass die nächste Folge Hitman in 2 Tagen erscheint. Also dann gibt's morgen Slater und übermorgen wieder eine weitere Folge Hitman Absolution. Und ich freue mich, dass ich wieder zu Hitman Absolution gefunden habe. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns in der nächsten Runde Hitman oder in einem anderen Video. Wiederschauen, reingehauen. Euer Hitman, wollte ich gerade sagen. Nein, euer Leo natürlich. Bis dann, ne? Ciao.